Jawohl, danke schön. Ich bin hier nicht so doll angebunden, internettechnisch, deswegen wird mein Live-Bild jetzt mal ausgeblendet durch ein Standbild ersetzt. Aber solange wie Sie meine Stimme noch hören, bin ich noch bei Ihnen. Oh. Ja, wir referieren hier heute über Kommunikationsfunktionen in Stutterpie und das nicht von ungefähr. Stutterpie ist ja eine Plattform, die Lehre und Lernen unterstützen soll. Und das heißt natürlich auch, dass die Kommunikationsprozesse, die ja einen ganz wichtigen Bestandteil darin teilnehmen, einnehmen, dass die natürlich auch unterstützt werden sollen. Mich würde jetzt vorab erstmal in einer kleinen Umfrage interessieren, was für Kommunikationsfunktionen kennen Sie denn eigentlich in Stutterpie und welche nutzen Sie? Sie haben jetzt unten eine Umfrage, da können Sie bitte dann mal kurz eintippen, was Sie denn so kennen und verwenden. Da kann ich gleich einen Hinweis zu geben. Sie haben eine Zeile, in der Sie schreiben können, wenn Sie etwas eingegeben haben und dann hinterher ergänzen möchten, dann bitte nicht das alte löschen, sondern einfach weiterschreiben in dieser Zeile. Ja, alles klar. Ich sehe schon Chat, Forum, Messages, Forum. Ja, Wiki, auch gut. Ja, und jemand kennt Blubber, sehr schön. Ja, ganz hervorragend. Und das zeigt auch, dass ich das Webinar heute richtig konzipiert habe. Es gibt dann nämlich noch so ein, zwei, drei Dutzend Dinge, die Sie dann vielleicht noch nicht kennen und noch nicht nutzen. So, mal gucken, ob wir Ihnen heute so ein bisschen was zeigen können. Ja, StutterIP unterstützt unterschiedlichste Prozesse und Kommunikationsmethoden. Die ganz grobe Einteilung, die wir Medienwissenschaftler immer gerne vornehmen, ist synchrone Kommunikation. Da fällt halt sowas drunter wie Chat, Audio oder Videokonferenz. Das heißt, wenn sich zwei Leute wirklich in Echtzeit miteinander kommunizieren. Und wir haben die asynchrone Kommunikation, da fällt so der Großteil der anderen Kommunikationsformen drunter, wie auch das eben genannte Forum, die Messages oder auch das Wiki. Das heißt, die Leute bearbeiten es wirklich nicht zeitgleich. Muss kein Nachteil sein, gerade wenn die Teilnehmer eines Kurses beispielsweise in unterschiedlichen Zeitzonen sitzen, ist die asynchrone Kommunikation einfach das fairere Kommunikationsmedium. Es gibt ansonsten noch ein paar andere Dimensionen, sowas wie räumlich nah, räumlich fern, also ob die Leute sich in einem tatsächlich räumlich weit auseinander befinden oder doch eher eng zusammensitzen, zum Beispiel in einem ZIP-Pool. Es gibt die formelle und informelle Kommunikation, also formell beispielsweise im Lehrveranstaltungskontext, dass der Lehrende offizielle Informationen an die Studierenden weitergibt oder ob man einfach informell übers Wetter chattet. Und es gibt eine Unterscheidung, die in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, und das ist Push und Pull. Pull heißt im Prinzip, dass die Studierenden und die Lehrenden an einen bestimmten Ort gehen müssen, wo sie die Informationen sich quasi holen. Also zum Beispiel ins Forum schauen, gibt es da irgendwas Neues und dann die neuen Beiträge lesen. Und es gibt dann auch Kommunikationswerkzeuge, die die Push-Funktion verwenden. Also wenn es beispielsweise eine neue Nachricht gibt, die direkt auf ein Smartphone zum Beispiel weiterschieben und derjenige halt, der diese Informationen empfängt, halt nicht erst irgendeine Aktion tätigen muss, sondern die Information wird ihm praktisch direkt vorgesetzt. Die Unterscheidung ist so ein bisschen wichtig, wenn man anfängt, die Kommunikationswerkzeuge in StutterIP einzuordnen. Wir fangen gleich mal mit dem Forum an. Das wurde ja auch schon genannt als ein Werkzeug, was Sie kennen und mit dem Sie arbeiten. Und tatsächlich war das so der allererste Baustein, mit dem StutterIP angefangen hat. Also StutterIP 0.1 bestand in der Tat nur aus einem Forum, wo Geisteswissenschaftler untereinander diskutiert haben. Das war vor ungefähr 16 Jahren. Mittlerweile hat sich da zum Glück ganz viel getan. Das Forum ist heute relativ elaboriert. Es eignet sich dazu, um Diskussionen durchzuführen, diese Diskussionen dann auch für die Zukunft vorzuhalten, also nachlesbar vorzuhalten, und unterscheidet sich halt dadurch schon
von Kommunikationsformen wie beispielsweise WhatsApp. Ich hatte neulich eine interessante Diskussion mit jemandem, der sagte, ja, aber die Studierenden von heute, die wollen alle, dass wir über WhatsApp diskutieren. Ich war dann der Meinung, dass so ein Forum auch ein bisschen dazu dient, die Medienkompetenz dann zu steigern, die Leute mal an Kommunikationswerkzeuge ranzuführen, die sie noch nicht kennen und ihnen die Vorteile gerade im wissenschaftlichen Kontext so ein bisschen zu verdeutlichen, dass man hier halt einfach Beiträge hat, die von anderen gut nachlesbar und auch später noch kommentierbar sind. Das Forum in Stutt-IP ist einteilbar in unterschiedliche Themenbereiche. In jedem Thema lassen sich unterschiedliche Kategorien anlegen. Das will ich Ihnen jetzt alles gar nicht vormachen. Ich denke, wie gesagt, das Werkzeug ist auch zum Großteil bekannt. Aber einen kleinen Kniff noch. Es gibt zum einen einen Hinweis, wenn das Forum öffentlich ist. Man kann nämlich das Forum weltoffen schalten. Und weltoffen heißt, je nach Stutt-IP-Installation, dass dann sogar Google im Zweifelsfall durchgeht und die Forenbeiträge nach außen im Internet also sichtbar macht. Und dass ein Forum weltoffen ist, erkennen Sie, wenn der obere Rand des Forums rot wird. Das ist allerdings auch eine explizite Einstellung, die der Lehrende der Lehrveranstaltung vornehmen muss. Und das auch mehrfach bestätigen muss, dass er jetzt also wirklich das Forum weltoffen machen möchte. Also wenn Sie irgendwo einen roten Streifen oben am Forum sehen, dann wissen Sie, Sie sind nicht unter sich. Das Forum ist so ein klassisches Pull-Medium. Das heißt, man muss eigentlich in Stutt-IP sich einloggen, in die Lehrveranstaltung reingehen, ins Forum gucken, gibt es denn da was Neues? Man kann aber das Stutt-IP-Forum auch auf Push umstellen. Und zwar haben wir in der linken Seitenleiste die Möglichkeit, ein Thema zu abonnieren. Ich mache es gerade mal ein bisschen größer. Das ist diese Aktion. Und wenn Sie da einmal draufklicken, dann kommen Sie über jeden. Also Sie können ein Thema abonnieren, Sie können aber auch ein ganzes Forum abonnieren. Und wenn Sie das getan haben, bekommen Sie zu jedem neuen Beitrag in dem Forum oder in einem bestimmten Themenbereich eine E-Mail zugestellt, wo der Inhalt des Forenbeitrags dann direkt auch drin steht. Und das nicht nur irgendwie einmal pro Tag, wie bei den normalen Stutt-IP-Benachrichtigungen, sondern unmittelbar nachdem der Beitrag gesendet wurde. Das ist das Forum, ganz klassisch asynchron, eher formell, weil tatsächlich viele Leute sehen, was da geschrieben wird. Es ermöglicht verteilte Nutzung. Es ist ein klassisches Pull-Medium, Push ist aber möglich und von der didaktischen Verwendung ist damit eine große Bandbreite eröffnet. Also von der Aufgabenstellung bis hin zur Diskussion oder auch zur Kooperation an Fragestellungen ist mit dem Forum einiges möglich als Werkzeug. Das Nachrichtensystem ist ebenfalls von Ihnen genannt worden als ein System, was tatsächlich bekannt ist und was auch verwendet wird. Am einfachsten erreicht man das Nachrichtensystem, wenn man einfach in der Stutt-IP-Kopfzeile oben auf dieses Briefsymbol draufklickt. Dann kommt man zu so einem ganz klassischen Posteingang, wo man halt seine Nachrichten sieht, neue Nachrichten schreiben kann, auf alte antworten kann, als gelesen markieren und so weiter. Die üblichen Funktionen, die man halt auch kennt. Was vielleicht nicht so bekannt ist, wenn man eine neue Nachricht verfasst, hat man die Möglichkeit, verschiedene Optionen auszuwählen. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, diese Nachricht gleich als Mail an die Leute weiterzuleiten. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass man Anhänge oder Schlagworte hinzufügen kann. Die Schlagworte sind besonders dann wichtig, wenn man seine Mails gut durchsuchbar halten möchte. Dann fügt man ein, zwei Schlagworte hinzu und findet die dann bei einer späteren Suche über den Posteingang relativ schnell wieder. Diese Ansicht des Nachrichtensystems kennen die meisten von Ihnen. Die Ansicht, die kaum jemand kennt, ist diese hier. Das ist eine kleine Erweiterung, ein Plugin für das Nachrichtensystem, was es ermöglicht, Konversationen mit einzelnen Personen tatsächlich als Gespräch darzustellen, so wie man das vom Smartphone halt von der SMS-Darstellung auch kennt oder wie man das von WhatsApp kennt. Auch so kann das Stutt-IP-Nachrichtensystem aussehen. Wie gesagt, ein Plugin, was man sich installieren kann.
Das Nachrichtensystem ist aber nicht nur über den Briefumschlag in der Kopfzeile zugänglich, sondern es gibt an ganz vielen Stellen im System die Möglichkeit, Nachrichten abzusenden. Wenn ich zum Beispiel auf die Wer ist Online-Liste gehe, dann bekomme ich die Namen der Leute angezeigt, die jetzt ebenfalls gerade online sind und dahinter auch wieder das Briefsymbol. Wenn ich da draufklicke, springe ich direkt in das Nachrichtensystem rein. Oder auch wenn ich auf der Homepage einer Person bin, dann besteht da auch die Möglichkeit, dass ich sie direkt entweder anblubbere, da kommen wir gleich noch zu, oder dass ich ihr auch direkt aus ihrer Homepage heraus eine Nachricht schreibe. Jetzt ist diese Kommunikation mit einer Person natürlich eine Geschichte, aber im Lehrkontext hat man es ja wesentlich öfter, dass man gerne mit mehreren Personen gleichzeitig kommunizieren möchte. Dazu gibt es dann in StudioLP die Möglichkeit, Gruppenmails zu verfassen. Eine Voreinstellung von StudioLP ist die Möglichkeit, dass ich auf der Teilnehmerliste einer Veranstaltung schon mal die grobe Einteilung der Personen nach ihren Rollen habe. Also sprich, ich habe die Einteilung nach Lehrenden einer Lehrveranstaltung, nach den Tutoren und Tutorinnen und die Studierende. Und ich kann jede einzelne Gruppe direkt über dieses Symbol hier hinten anschreiben. Ich kann also, wenn ich eine gezielte Nachricht für die Studierenden habe, dann klicke ich einmal auf dieses Briefumschlagsymbol mit dem Pfeil oben drüber und kann direkt alle Studierenden anmailen. Das Gruppenmail-System hat allerdings auch noch weitere Funktionen. In der linken Seitenleiste gibt es die Möglichkeit, Gruppen und Funktionen selber zusammenzustellen. Das sieht dann so aus, dass ich mir eigene Gruppen definieren kann, zum Beispiel wie hier in diesem unteren Bereich Referatsgruppe 2. Und da kann ich dann beliebig die Personen, die in die Veranstaltung schon als Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingetragen sind, auf diese einzelnen Gruppen aufteilen und dann einfach Gruppenmails versenden. Das ist schon eine ganz praktische Geschichte. Das kennen vielleicht auch noch einige von Ihnen. Aber was mit Sicherheit keiner kennt, das ist die Serienbrieffunktion. Unser Nachrichtensystem ist nämlich mittlerweile so elaboriert, dass es über eine relativ kleine Erweiterung in der Lage ist, Serienbriefe zu verschicken. Funktioniert im Prinzip so, dass man eine Nachricht eingibt und da drin bestimmte Worte oder Ausdrücke, die dann ersetzt werden sollen, in eckige Klammern einstellt. Sieht man hier am rechten Rand in diesem Screenshot. Ich gehe mal eins weiter. Es gibt dann nämlich die Möglichkeit, dass man einfach eine Excel-Tabelle erstellt. Hier in diesem Fach eine ganz einfache. Ich in diesem Fall eine ganz einfache. Es geht in dem Serienbrief, der hier zu schreiben ist, geht es darum, dass man gerne den Teilnehmern einer Lehrveranstaltung aus dem Fach Mathematik für Noobs die Note mitteilen möchte. Und jetzt kann man als Lehrender sich einfach eine Excel-Tabelle machen, wo der Nutzername der Person drinsteht, das entsprechende Fach und die Note. Und dann schreibt man einen Serienbrief, wo man genau diese Elemente in eckige Klammern schreibt in den Text. Und dann die Excel-Tabelle nach StudioLP hochlädt. Ich habe dann hier also die Möglichkeit, tatsächlich die Excel-Tabelle einfach hochzuladen. StudioLP zeigt mir die dann auch nochmal an. Und ich kann dann im Prinzip, wenn ich aufs Absenden klicke, eine Mail rausschicken an alle Teilnehmer einer Veranstaltung, wo eine personalisierte Anrede zum Beispiel drinsteht, wo dann das Fach explizit drinsteht und wo dann die Note für jeden Einzelnen angegeben ist. Dieses Serienbrief-Plugin ist übrigens was, genau, hier sehen wir nochmal so eine Mail, wie sie aussieht, wenn sie denn tatsächlich fertig ist. Und dieses Serienbrief-Plugin, das ist tatsächlich was, was wir so standardmäßig nicht im Kernsystem drin haben, sondern was ein Plugin ist, was man sich vom Plugin-Marktplatz kostenlos runterladen kann. Dann muss es der Systemadministrator einmal in StudioLP installieren und dann steht diese Funktionalität zur Verfügung. Und das Serienbrief-Plugin ist nicht das einzige Plugin, was es gibt. Mittlerweile stehen fast 160 Erweiterungen für StudioLP zur Verfügung. Und eigentlich ist jeder Betreiber einer StudioLP-Installation gehalten, sich aus dieser Menge an Funktionalitäten diejenigen rauszusuchen, die er tatsächlich benötigt, beziehungsweise die die Lehrenden an der Hochschule benötigen für ihre Lehre und das dann in StudioLP freizuschalten. An der Stelle mal eine kurze Frage an Sie. Kennen Sie den Plugin-Marktplatz? Und falls ja, glauben Sie, dass das für Sie interessant sein könnte? Bitte einmal abstimmen.
Sie haben jetzt die Abstimmung unten im Bild. Ah, okay. Ja, ganz herzlichen Dank. Das heißt, bei der Hälfte von Ihnen ist der Plugin-Marktplatz noch gar nicht bekannt. Dann sei hiermit kundgetan unter der Adresse. Ich schreibe es mal kurz in den Chat. So, plugins.stutterip.de ist die Internetadresse und da kann man sich also, kann man ruhig mal ein bisschen rumstöbern. Da gibt es Plugins, die in unterschiedliche Kategorien aufgeteilt sind. Kommunikation ist ein wichtiger Aspekt, aber es gibt auch Organisations-Plugins. Es gibt Plugins, die für spezielle didaktische Szenarien entworfen sind. Da kann man insbesondere als Lehrender gut mal rumstöbern und dann einfach mal bei dem eigenen Systemadministrator Bedarf anmelden, dass man das in der eigenen Lehre gerne mal einsetzen möchte. Und bei den meisten Systemadministratoren ist es tatsächlich so, dass die dankbar sind, wenn die von ihren Lehrenden Rückmeldung bekommen und tatsächlich auch die Möglichkeit haben, solche Plugins bei sich einfach mal einzusetzen und einzuschalten. Also von daher Gespräch auch unbedingt innerhalb der Hochschule suchen und schauen, denn die Zeiten, wo man tatsächlich innerhalb einer Software alle Funktionalitäten mitgebracht hat beim Release und in jedem Jahr wieder neue Funktionen hinzugepackt hat, die sind vorbei. Wir mussten irgendwann das Ganze, also wir sind irgendwann an einen Punkt gekommen, wo wir bei StutterIP gesagt haben, weitere Funktionen jetzt nur noch in Plugins und nur, wenn es die Leute explizit haben möchten. Ansonsten, wenn wir hier noch mehr dran bauen, dann leidet darunter die Usability, dann können es die Leute irgendwann nicht mehr bedienen. Also von daher die Aufforderung an jeden, unbedingt über den Plugin-Marktplatz zu stöbern. Da kann ich gleich auch noch das nochmal bestätigen. Ich bin an der Hochschule an der HWK auch für StudiP zuständig und wir freuen uns tatsächlich, wenn von den Lehrenden Rückmeldungen bekommen, wenn wir Rückmeldungen bekommen, was die noch brauchen, was die entdeckt haben und was vielleicht noch sinnvoll sein könnte zu installieren. Also ruhig Rückmeldung geben. Gut, danke, Birgit. Dann geht's weiter im Text. Sie sehen ja schon die Titelfolie von den beiden nächsten Tools. Das eine ist das Studiendekanats-Plugin. Der Name ist etwas sperrig. Garuda ist da ein gängiger, aber niemand weiß, was Garuda ist. Deswegen erkläre ich jetzt beides ganz kurz. Garuda ist ein thailändischer Götterbote und das Studiendekanats-Plugin wurde entworfen, um in erster Linie Studiendekanate zu unterstützen. Aber es bietet mittlerweile auch einen Funktionsumfang, dass das auch außerhalb von Studiendekanaten interessant sein kann. Beide Plugins machen im Prinzip was ganz Ähnliches. Sie ermöglichen es nämlich, aus der Gesamtheit der Studierenden einer Hochschule eine bestimmte Gruppe herauszufiltern. Ich kann beispielsweise filtern auf einen bestimmten Empfängerkreis, also dass ich beispielsweise sage, ich möchte jetzt nur an alle Personen eines Studiengangs schreiben, also alle, die einen bestimmten Studiengang studieren. Und innerhalb des Studiengangs kann ich dann nochmal einschränken, dass ich jetzt ein bestimmtes Fachsemester haben möchte. Ich glaube, in den ganz neuen Versionen ist es auch schon möglich, dass ich auf bestimmte Module filtere. Das heißt, ich kann relativ weit oben anfangen und dann die Zielgruppe, an die ich schreiben möchte, immer weiter eingrenzen. Hier sehen wir gerade die Benutzeroberfläche von Garuda, was dann am Ende also auch noch fragt, gut, jetzt hast du die Gruppe eingegrenzt. An wen möchtest du denn jetzt eigentlich schreiben innerhalb des Studiengangs? Nur an die Studierenden oder zum Beispiel auch an die Lehrenden? Das heißt, ich kann mir von oben herab relativ gut aus dem Kreis aller Personen rausfiltern, wen ich gerne anschreiben möchte und kann die mit einer gezielten Nachricht versorgen. Das also das Nachrichtensystem in StutterIP. Es kann wirklich von ganz kleiner, geringer Funktionalität Kommunikation zwischen zwei Personen bis hin zu wirklich sehr elaborierten Geschichten wie Serienbrief an bestimmte Zielgruppen, kann das StutterIP-System eine Menge von Kommunikationsaspekten abdecken. Es ist natürlich ganz klassisch ein asynchrones Tool. Es lässt sich sowohl formell als auch informell einsetzen.
Und die didaktische Verwendung, das habe ich jetzt hier mal in Klammern gesetzt, bin ich nicht ganz sicher. Es fällt mit Sicherheit nicht unter didaktische Tools. Vielleicht kann man es auch didaktisch einsetzen, dann wahrscheinlich so für diesen Bereich Distribution von Lehrmaterial, vielleicht auch noch für Organisation innerhalb der Lehre. Aber naja, also didaktisch würde ich erstmal nicht sagen, dass es in erster Linie ein didaktisches Tool ist. Gut, das Dritte, was Sie vorhin genannt haben, was Sie kennen, ist Blubber. Bei Blubber habe ich immer automatisch das Bedürfnis, mich für den Namen zu entschuldigen. Das war eigentlich nur der Arbeitstitel des Tools, als es hier bei uns entwickelt wurde, aber irgendwie haben wir dann keinen besseren gefunden. Deswegen heißt es bis heute so, obwohl man es eigentlich umbenennen müsste. Blubber ist im Prinzip eine Art von Chat. Allerdings kein flüchtiger Chat, sondern ein persistenter. Das heißt, direkt wenn ich oben bei StudHP auf Community gehe, in der Kopfzeile habe ich schon mal den Blubber von der ganzen StudHP-Installation, wo alle Personen drin sind und der Welt öffentlich ist, wo einfach jeder irgendwas reinblubbern kann. Und ja, jeder andere sieht das und kann was drauf antworten, muss das aber nicht. Das ist sozusagen der Blubber, den wahrscheinlich die meisten von Ihnen auch noch kennen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Blubber für einzelne Lehrveranstaltungen einzurichten oder sich auch ganz eigene Streams, Blubber-Streams zusammenzustellen. Wir haben zum Beispiel auch im eKult-Kontext auf dem Entwicklungs- und Anwendungsforum einen eKult-Blubber, der auch rege genutzt wird, wo gelegentlich einfach mal Fragestellungen reingepostet werden oder in diesem Fall hat ein Nutzer ein Bild gepostet. Und ich habe aber als Nutzer selber auch die Möglichkeit, mir jetzt eigene Blubber-Streams zusammenzustellen, indem ich einfach eine Seite aufmache, die neuer Stream erstellen heißt. Und hier habe ich verschiedene Filtermöglichkeiten. Ich suche mir in der ersten Ebene aus, welche Quellen für meinen persönlichen Nachrichtenstrom herangezogen werden sollen. Das können Lehrveranstaltungen sein, in die ich eingetragen bin. Das können aber auch Kontaktgruppen von Freunden sein oder ich kann auf bestimmte Hashtags filtern. Und in der zweiten Ebene darunter werfe ich aus all diesen Quellen wieder weg, was mich nicht interessiert. Ich kann also dann bestimmte Hashtags praktisch dann auch wieder rausfiltern aus Nachrichten. Also wenn irgendwo in einem Beitrag ein bestimmtes Wort vorkommt, was getaggt ist mit der Raute, dann kann mein persönlicher Nachrichtenfilter den gleich wieder wegwerfen. Auf diese Art und Weise kann ich mir wirklich einen Nachrichtenstrom erstellen, nur mit Dingen, die nicht in mich interessieren und die in meiner StudHP-Installation vorkommen. Das ist, glaube ich, ein Feature, was relativ wenig genutzt wird. Es gibt allerdings Installationen, insbesondere bei unseren Sportverbänden, die StudHP viel nutzen, wo das sehr intensiv und sehr rege genutzt wird und die dann mittlerweile, muss mich immer amüsieren, wenn ich da reinschaue, die mittlerweile alles verhashtaggen. Also da schreibt dann irgendjemand schönes Wetter heute und schreibt darunter Hashtag Basketball, Hashtag Beachvolleyball, Hashtag und so weiter und so fort. Also hier nochmal der kleine Tipp, Blubber kann man auch an die eigenen Bedarfe anpassen und Blubber kann auch von außerhalb genutzt werden. Es gibt für Blubber ein Mail-Plugin, was es ermöglicht, dass mir neue Blubber-Nachrichten in meinem Blubber-Strom direkt per Mail weitergeschickt werden. Und ich kann dann einfach in meinem Mailprogramm auf Antworten klicken, kann meinen Text eingeben und das, was ich antworte und per Mail wegschicke, das wird wieder von dem Mail-Plugin in StudHP empfangen und wieder für alle anderen in ihrem Blubber-Strom angezeigt. Das ist auch ein Plugin, was man über den Plugin-Marktplatz bekommt. Dann kann man an Blubber-Strömen per Mail teilnehmen. Ja. Blubber ist so ein bisschen so ein Twitter. Man kann es tatsächlich synchron wie ein Chat benutzen. Dadurch, dass das Ganze aber persistent ist, kann man auch asynchron das Ganze verwenden. Formell ist es, glaube ich, relativ wenig im Einsatz. Also offiziell für Lehrveranstaltungen benutzen es, glaube ich, die wenigsten. Aber es ist ein sehr schönes informelles Medium, wie der Name schon andeutet. Man kann einfach mal über ein Thema blubbern. Man kann einfach mal in die Tüte sprechen und kann es also informell verwenden.
Ich wurde allerdings jetzt auch belehrt, dass es durchaus in Lehrveranstaltungen eingesetzt werden kann, auch im Kontext von Lerndialogen. Von daher habe ich hier didaktische Verwendung mal aufgeführt, Diskussionen, Informationen und zum Teil auch sicherlich Organisation. Das war es also zu Blubber. Dann haben wir im System noch die Ankündigung. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ankündigungen gibt es auf den Ebenen der Einrichtung, der Lehrveranstaltung, aber auch jede Person kann auf ihrer eigenen Profilseite Ankündigungen einstellen. Und das Ganze sieht so aus, wenn ich eine neue Ankündigung erstelle. Und in dem Screenshot relativ klein zu sehen, es gibt die Möglichkeit an der Stelle aus dem One-Way-Medium, also ich als Lehrender verteile eine Ankündigung an alle anderen, die Möglichkeit zu machen, dass ein Rückweg gegeben ist. Ich kann nämlich Kommentare zulassen. Ah ja, genau, da mein Pfeil. Dankeschön, Birgit. Ich habe die Möglichkeit, Kommentare zuzulassen, so dass Leute Anmerkungen oder Rückmeldungen dazu schreiben können. Klassischer Anwendungsfall innerhalb einer Lehrveranstaltung, dass ich schreibe, Lehrveranstaltung heute fällt aus oder wir haben eine Raumverlegung und jemand anders kann dann schreiben, gibt es denn schon einen neuen Termin dazu oder weiß man denn schon, wie der neue Raum aussieht. Standardmäßig ist dieses Häkchen deaktiviert, einfach weil immer auch befürchtet wird, dass Studierende irgendwie Nonsens unter Ankündigungen drunter schreiben. Kann ich sie aber beruhigen, passiert so gut wie nie. Deswegen dieses Häkchen ruhig mal aktivieren und mal gucken, was da kommt. Es kommen in der Regel nur sinnvolle Nachfragen. Das also die Ankündigung. Ja, didaktische Verwendung, auch eher Information und Organisation innerhalb der Lehrveranstaltung, richtig didaktisch in der Lehre, bin ich nicht ganz sicher, ob das tatsächlich als das noch durchgehen würde. So, das sind so im Prinzip so die Dinge, die man auch noch kennen kann, vielleicht außer den Untiefen des Nachrichtensystems. Was wahrscheinlich nicht so bekannt ist, ist, dass wir Audio- und Videokonferenz mittlerweile auch total gut können. Audio- und Videokonferenzsysteme sind in der Regel sehr, sehr spezialisiert. Deswegen sind wir nicht dazu übergegangen, in Stutterpin komplett Neues zu programmieren. Also wir experimentieren gerade damit mit neuer Browser-Technologie, die es eröffnet, die es ermöglicht, auch Ad-hoc-Videokonferenzen an jedem Punkt in Stutterpin einzuberufen. Aber das ist noch nicht ganz spruchreif. Was es bisher aber gibt, ist die Anbindung von bestehenden Audio- und Videokonferenzsystemen, so dass ich die unmittelbar im StudioIP-Lehrveranstaltungskontext benutzen kann. Eins davon ist Big Blue Button. Das ist ein Open Source Audio- und Videokonferenzsystem und es gibt die Möglichkeit über ein Plugin, was man sich installieren kann, direkt innerhalb einer Lehrveranstaltung einen Reiter zu haben. Der trägt hier den Titel Konferenz und dieser Konferenzreiter hat tatsächlich auch nur einen großen und na, der geht noch als blau durch, einen großen blauen Button, wo drauf steht Neue Konferenz starten und wenn ich den betätige, dann komme ich als Nutzer ohne dass ich mich nochmal irgendwo anmelden muss, direkt in das Big Blue Button-System, was dann so ähnlich aussieht wie das System, was wir aktuell gerade benutzen. Das heißt, ich habe da auch die Chatmöglichkeit, ich habe das Whiteboard, ich habe die Möglichkeit, Slides zu zeigen und ähnliches. Genau das Gleiche macht auch das Plugin Meetings, nur tut es das mit Adobe Connect. Das ist natürlich für die Hochschulen, insbesondere in Niedersachsen, total schön, weil die sowieso alle die Adobe Connect-Lizenz schon benutzen dürfen. Sie brauchen dann, um das Ganze zu verwenden, eigentlich nur noch das Meetings-Plugin bei sich zu installieren, beziehungsweise installieren zu lassen von ihrem System-Admin und dann einfach nur noch in ihrer Lehrveranstaltung zu aktivieren. Und Sie haben dann direkt in StudioIP als Lehrender die Möglichkeit, ein neues Meeting zu erstellen oder ein bestehendes Meeting auszuwählen und mit Ihrer Lehrveranstaltung zu verlinken. Und Ihre Studierenden oder Co-Lehrenden sehen dann nur noch einen großen Button Meeting beitreten und kommen dann ebenfalls ohne erneute Authentifizierung direkt in das angeschlossene Adobe Connect Meeting. Das sieht so aus. Also das brauche ich nicht zu erklären, wie das aussieht. Sie haben es nämlich gerade direkt vor sich. Wir sind hier auch gerade in so einem Meetingraum. Die dritte Variante, die es dann ebenfalls noch gibt und so ein bisschen sich auch als Alternative behauptet, ist das Portale-Plugin, was eine Open Meetings-Plattform mit StudioIP verknüpft.
Open Meetings ist der Hauptunterschied zu Adobe Connect, dass es tatsächlich auch Open Source Software ist und aber anders als BigBlueButton keine zentrale Installation ist, sondern auch tatsächlich an der jeweiligen Hochschule betrieben werden muss. Das heißt, man hat es wirklich ganz eigen und nur allein für sich an der Hochschule. Das Portale-Plugin bietet so ein paar Funktionen, die die anderen Plugins nicht mitbringen. Wenn ich mir eine neue Session anlege für die Videokonferenz, habe ich hier nämlich gleich die Möglichkeit, zum einen einzustellen, wann die Videokonferenz stattfinden soll. StudioIP reserviert dann auf dem Open Meetings Server Rechenkapazität und Bandbreite, je nachdem, wie viele Teilnehmer ich erwarte, sodass das Ganze immer performant läuft im Rahmen der Hardware-Möglichkeiten. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, unterschiedliche Raumtypen auszuwählen. Hier in diesem offenen Dropdown-Menü auf dem Screenshot sieht man jetzt sowas wie Seminar, Meeting, Sprechstunde oder Interview. Dahinter verbirgt sich einfach Folgendes: Wenn ich als Beispiel Vorlesung auswähle, dann habe ich so die Situation wie jetzt. Ich habe dann die Situation, dass von einem Lehrenden der Ton und das Bild übertragen wird. Alle anderen hören aber zu und können sich nur über den Chat beteiligen. Während ich beispielsweise bei der Auswahl Sprechstunde die Möglichkeit habe, dass viele Teilnehmer hintereinander sich auf eine Liste setzen lassen und immer der oberste Teilnehmer von dem Lehrenden quasi in einen privaten Videokonferenzraum reingerufen wird, wo er sich dann mit ein oder zwei Personen jeweils unterhält. Und bei der Auswahl Interview habe ich dann wirklich eine 1:1-Situation. Das heißt, ich habe dann zwei Personen, die sich nur gegenseitig in der Videokonferenzsituation unterhalten. Das heißt, ich habe hier schon unterschiedliche Presets abgelegt, die ich einfach auswählen kann und mich aber ansonsten nicht um die Einstellung des Raumes kümmern muss. Ich habe dann hier noch die Möglichkeit, genau die Anzahl der Teilnehmerinnen auszuwählen. Je nachdem, wird Serverkapazität reserviert. Und wenn ich dann Teilnehmer so einer Videokonferenz bin und ich gehe zum Beispiel vorher drauf, bevor die angefangen hat, dann zeigt mir das Plugin an dieser Stelle genau, wann die Videokonferenz stattfindet. Das ist in dieser Balkengrafik, dieser mittlere Bereich, in diesem Fall von 12:05 bis 12:50, eine Viertelstunde vorher. Genau, Dankeschön, Birgit, für den Pfeil. Kannst du den bewegen? Okay. Eine Viertelstunde vorher wird der Raum aufgemacht, eine Viertelstunde später, nach Beendigung der Konferenz, wird er erst wieder zugemacht. Und alles außerhalb dieses Bereiches, da ist der Raum einfach noch nicht betretbar. Das heißt, auch wenn ich Studierende habe, die dann eine Stunde vorher gern schon mal gucken wollen, die kriegen dann zumindest die Meldung, jawohl, sie sind hier an der richtigen Stelle, aber der Raum ist noch nicht betretbar. Das geht erst eine Viertelstunde vorher los. Kommen Sie doch bitte dann nochmal wieder. Ja, das sind unsere drei Tools. Ach so, kleinen Blick noch in das Open Meetings hinein. Wenn ich das dann betrete, sieht das Ganze so aus. Unterscheidet sich natürlich auch wieder nicht allzu sehr von den anderen Videokonferenzplattformen. Ich habe hier links dann den Chat, in der Mitte das Whiteboard. Eine kleine Besonderheit ist hier an der Stelle noch, dass das Open Meetings auch direkt die Nutzerbilder aus dem StudioIP anzeigt. Und je nach Variante ist es auch möglich, dass ich dann die Aufzeichnung, also wenn ich hier drüber ein Webinar beispielsweise mache, die Aufzeichnung direkt in der StudioIP-Veranstaltung wieder zur Verfügung habe. Also ich drücke im Anschluss an die Lehrveranstaltung, an das Webinar, drücke ich einfach auf Aufnahme beenden und dann steht das Videofile direkt in StudioIP zur Verfügung, zusammen mit den Dateien, die ich also während der Videokonferenz vielleicht hochgeladen und gezeigt habe. Also ganz praktisch und ein bisschen ausführlicher als die anderen Anbindungen. Diese Audio- und Videokonferenz-Tools sind natürlich ganz klassische synchrone Tools. Sie sind im tatsächlichen täglichen Einsatz eher formell, werden also wirklich für Lehrsituationen benutzt. Und die ganz klassische didaktische Verwendung ist natürlich was ich jetzt hier als Telelehrszenarien beschrieben habe, einfach weil ich den Ausdruck so wunderbar altmodisch finde. Es sind natürlich so, das Webinar ist natürlich jetzt aktuell die Form, die am verbreitetsten ist. Genau, die verwenden wir ja auch gerade. So, und ein letztes Tool habe ich Ihnen dann noch mitgebracht. Das sind die Lerndialoge.
Das sind ebenfalls Plugins, also Erweiterungen für StudIP, allerdings etwas elaboriertere. Ich fange mal an mit dem Lerntagebuch. Da wirkt schon so ein erster Blick drauf, so ein bisschen verwirrend, weil es hier erstmal viele Dinge gibt, die man einstellen kann. Ich erzähle mal so ein bisschen was zum Hintergrund. Die Idee des Lerntagebuchs ist eigentlich, dass ein Lehrender das in seiner Lehrveranstaltung aktiviert und Lernziele vorgeben kann. Und die Studierenden haben im Prinzip ein wöchentliches Raster, wo sie für sich selber dann definieren können, ob sie diese Lernziele erreicht haben oder ob sie mit dem Lernen des Stoffs hinterher hinken. Das Ganze ist entstanden aus einem Projekt, wo es um Prokrastinationsforschung ging und wo man dann festgestellt hat, dass alleine das Führen dieses Tagebuchs oder allein das Wissen, dass dieses Lerntagebuch da ist, zu einem veränderten Prokrastinationsverhalten geführt hat. Die Studierenden, die das eingesetzt haben, bekamen also direkt visualisiert, wie ihre Lernkurve ist. Sieht man hier auch links ganz schön im Bild. Dass man also irgendwie im roten Bereich dann doch eher dem Lernfortschritt hinterherhinkt, während im grünen Bereich man also sehr gut Schritt hält oder teilweise der Lernvorgabe des Lehrenden voraus ist. Und allein das Wissen, dass es so ein Tool gibt, hat halt dazu geführt, dass die Leute nicht erst in der Nacht vorher für die Prüfung angefangen haben zu lernen, sondern tatsächlich über das Semester mit einer einigermaßen gleichbleibenden Workload, wie man jetzt ja sagt, dabei geblieben sind. Das Lerntagebuch sieht tatsächlich so aus, dass ich das dann auch öffnen kann. Und an dieser Stelle kommt der Kommunikationsaspekt ins Spiel. Ich kann also, wenn ich Studierender bin, kann ich entweder mir bei dem Lehrenden Hilfestellung und Reflexion einholen, indem ich Fragen zum Lernstoff stelle oder beispielsweise auch kundtue, dass ich mit dieser oder jener Form der Vermittlung möglicherweise Probleme habe und so unmittelbar in Dialog mit dem Lehrenden treten kann. Ich kann aber auch mit den anderen Studierenden oder auch mit der Arbeitsgruppe, in der ich innerhalb der Lehrveranstaltung bin, in Kontakt treten und dort über die Lernziele reflektieren und auch diskutieren. Das heißt, das Lerntagebuch nicht nur als Tool, um den eigenen Lernfortschritt zu erfassen, sondern auch meine Gedanken und ja, meine Ansichten zu dem Lernstoff mit anderen zu teilen. Das nochmal hier ganz kurz auf einer Folie zusammengefasst, das Szenario, was ich Ihnen beschrieben habe. Die Lehrenden konfigurieren das Lerntagebuch, die Lernenden haben die Wahl, es zu nutzen und können die Lernziele, die es als Vorgabe gibt, noch weiter konkretisieren, haben dann die Möglichkeit, über ihren Stand zu reflektieren und das mit anderen zu teilen. Das ist das Lerntagebuch. Und wir haben als etwas leichter zu handhabendes Tool und ohne den prokrastinationstheoretischen Überbau haben wir noch unsere Perle. Das ist der persönliche Lerndialog, der kontinuierlich seit einigen Jahren entwickelt wird. Der persönliche Lerndialog ist innerhalb einer Lehrveranstaltung und ermöglicht es ganz einfach gesagt, dass Lehrende die Möglichkeit anbieten, unmittelbar mit ihnen in einen Dialog zu treten, und zwar in einen Dialog, den halt andere nicht unbedingt mitbekommen. Darin unterscheidet sich halt Perle von beispielsweise dem Forum, wo ich natürlich öffentlich reflektieren kann oder öffentlich mir Feedback geben lassen kann, aber der Lerndialog ermöglicht halt unmittelbar die Stellung von Fragen an eine Gesamtheit von Studierenden oder an einzelne Studierende und die können dann wiederum Feedback abgeben oder können auf den Lehrenden mit Feedback zukommen. Diese Dialogtools sind natürlich, weil sie von den Foren entlehnt sind, auch asynchron. Sie sind eher informell, was da abläuft, und sie sind von der didaktischen Verwendung her natürlich perfekt geeignet für die Lernunterstützung, aber auch für die eigene oder die gruppenmäßige Lernfortschrittskontrolle und für die persönliche Hilfestellung. Ja, und damit bin ich mit meinem heutigen vorbereiteten Programm auch durch, aber das ist noch nicht ganz das Ende. Wenn ich zu schnell war und jetzt hier irgendwie durchgeholpert bin, können Sie natürlich mir Fragen stellen. Aber ich würde jetzt ganz gerne noch mal eine Frage an Sie richten, und zwar zum einen, welche Tools kannten Sie bereits von denen, die ich Ihnen vorgestellt habe?
die Ihnen aber vielleicht ganz zu Anfang bei der Eingangsumfrage nicht eingefallen sind. Und von den Tools, die ich heute vorgestellt habe, von welchen könnten Sie sich vorstellen, die vielleicht tatsächlich auch zukünftig bei sich einzusetzen? Sie haben jetzt wieder zwei Abstimmungen am unteren Bildschirmrand. Da würde ich mal kurz um Ihr Votum bitten. Okay. Na, da können Sie auf jeden Fall nicht rausgehen und sagen, Sie haben sich hier jetzt eine Dreiviertelstunde lang gelangweilt. Ich sehe anhand der Umfrage, dass dann doch so einiges Neues für Sie auf jeden Fall mit dabei war. Und ich freue mich, also wenn ich hier die Umfrage zur zukünftigen Nutzung vergleiche mit dem, was bekannt ist, dann freue ich mich auf jeden Fall sehr, wenn ich Ihnen die ein oder andere Anregung jetzt geben konnte, was man vielleicht zukünftig mal verwenden kann. Wie gesagt, nochmal der Aufruf, auf jeden Fall über den Plugin-Marktplatz rüber stromern und anschließend den eigenen Systemadministrator damit bombardieren, dass man das unbedingt für die Lehre braucht und da unbedingt einsetzen möchte. Und nichts von dem, was ich hier jetzt heute gezeigt habe, abgesehen natürlich von dem Adobe Connect, für das man eine Lizenz benötigt, nichts von dem, was ich hier heute gezeigt habe, kostet Geld. Das ist alles Open Source Software, ist alles auf diesem Plugin-Marktplatz verfügbar und ist alles kostenlos. Da kann man sich also einfach als Systemadministrator runterladen, ist mit zwei Klicks im StudIP installiert und danach steht es in der Lehrveranstaltung unter mehr. Also Sie haben in der Lehrveranstaltung ja diesen Reiter mehr, wo Sie weitere Tools für die Lehrveranstaltung auswählen können. Da stehen dann die neuen Plugins zur Verfügung. Ja, und ich würde sagen, damit gehen wir einfach mal so in die offene Fragerunde. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Oder habe ich was ganz Wichtiges vergessen, wo Sie sagen, Mensch, das hier ist eigentlich mein Hauptkommunikationstool in StudIP, das hat er jetzt gar nicht erwähnt. Schreiben Sie einfach in den Chat, wenn es Fragen gibt. Okay, ich habe hier gerade ein Problem, Marco. Ich kann nicht umschalten. Meine Maus ist eingefroren. Huch, Aber du hörst mich noch kann ich ganz gut. irgendwas tun? Ja, geh mal bitte auf Begrüßung wieder. Wo finde ich das denn? Ganz rechts, das oberste Feld. Dann bist du allerdings gleich wieder ganz rechts, steht in den Layouts Begrüßung. Ah ja, hab's gesehen. Genau, so. Oh, ich hoffe, dass jetzt meine Maus auch wieder funktioniert. Nein, tut sie nicht. Ich würde gerne jetzt mein